Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz hat verschiedene Nebeneffekte, da viele Menschen Wege finden, diese Technologie in verschiedenen Aspekten des Lebens zu integrieren. Neue Technologien wachsen heute in rasantem Tempo und mit ihnen auch ihre Anwendungen. Die Wissenschaft kann und versucht, die Fragen zu beantworten, ob es möglich ist, einen künstlichen Geist zu schaffen. Eine Maschine, die wie ein Mensch, das heißt ein geistiges Wesen, arbeitet und reagiert. Über die Ethik dieses Unterfangens wird seit der Entstehung der Idee diskutiert. Die Möglichkeiten sind, wie wir bereits festgestellt haben, endlos. Und die Kontroverse wird von mehreren Aspekten bestimmt. In erster Linie geht es darum, ob die künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die Menschheit darstellt, und in zweiter Linie darum, wie sich die Entwicklung auf die derzeitige Situation und insbesondere auf die Arbeitsplätze auswirken wird, die wir heute haben. Viele weltweit tätige Unternehmen und IT-Fachleute sowie renommierte Wissenschaftler haben sich zu diesem Thema geäußert, wobei sie unterschiedliche Meinungen vertreten. So sind sich Elon Musk, einer der erfolgreichsten Unternehmer, und Stephen Hawking, ein weltbekannter Astrophysiker, einig, dass die Entwicklung der KI, wenn sie unkontrolliert bleibt, katastrophale Folgen für die Menschheit haben könnte, bis hin zu den Grenzen, die wir in Science-Fiction-Filmen sehen. Künstliche Intelligenz – eine Zukunft, die bereits begonnen hat. Natürlich wurden bereits Anwendungen gefunden, die der Mensch allein nicht bewältigen könnte und die der Menschheit helfen, zum Beispiel die Früherkennung von Krebs und weitere. In einem wichtigen Industriezweig hat die KI bereits ihre Anwendung gefunden, in der Automobilindustrie. Autonome Autos, die die meisten ihrer Funktionen selber steuern, funktionieren genau durch KI. Und dies soll weiter ausgebaut werden, sodass es voraussichtlich bald Busse und Züge geben wird, die nicht direkt von Menschen gesteuert werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Arbeitsplätze mehr für Menschen geben wird. Die KI soll einige Arbeiten übernehmen, die für den Menschen gefährlich oder schädlich sind, wie zum Beispiel die Produktion von Giftstoffen oder die Entschärfung von Bomben und Minen. Dies ist allerdings nur der Anfang einer Liste von Arbeitsplätzen, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Es wird erwartet, dass geeignete KI-basierte Maschinen dank ihrer Fähigkeit, unglaublich große Datenmengen zu speichern, zu verarbeiten, eines Tages zur Lösung großer globaler Krisen wie der globalen Erderwärmung beitragen könnten. Sie werden bereits im Bankwesen zur Vorhersage der Börsensituation, in Versicherungsunternehmen zur Vorhersage des Risikograds, in der Medizin für genauere Diagnostik und für Anwendungen in Smartphones, Tablets und Computern eingesetzt. Roboter in der Zukunft. Was die künstliche Intelligenz so revolutionär macht, ist das sogenannte maschinelle und tiefe Lernen, aus dem Englischen hergeleitet Deep Learning. Ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der es Maschinen ermöglicht, automatisch aus ihren eigenen Erfahrungen zu lernen und sich weiterzuentwickeln, und das tiefe Lernen ist eine Reihe sehr komplexer Netzwerke und umfangreicher Sammlungen von Algorithmen, die die menschliche Intelligenz nachahmen können. Der Einsatz von Robotern nimmt heutzutage immer mehr zu. Sie ersetzen Menschen bei gefährlichen Arbeiten, die Menschen nicht ausführen können oder vielleicht sogar wollen. Roboter werden in der Industrie eingesetzt, wo sie nahezu unersetzlich sind und die Produktivität der Produktion steigern. Aber auch in allen Bereichen des Lebens und sogar in der Medizin, wie der vierhändige Da Vinci Code Roboter, der eine Videokamera steuert und 3 Präzisionsoperationen durchführt. Robotergestützte Operationen haben aufgrund ihrer präziseren Bewegungen einen großen Vorteil gegenüber echten Chirurgen, aber sie sind weit davon entfernt, echte Chirurgen zu ersetzen. Das größte Problem, vor dem die Wissenschaft steht, ist die Frage, wie man den Robotern Emotionen entlocken kann. Künstliche Intelligenz revolutioniert sowohl die Bildung als auch das Lernen, da es immer weniger Lehrer gibt. Im Bildungswesen werden Geräte benötigt, die es ermöglichen, Daten zu sammeln, die von den Schülern für den Lernprozess genutzt werden können. Der Roboter kann Schülern beim Lernen helfen, neue Inhalte erstellen und etwa 70% ihrer Zeit beim Lehren und Lernen einsparen.
Führende Robotiker behaupten, dass Androiden in Kürze die gleichen Bürgerrechte wie Menschen haben werden, einschließlich des Rechts, sowohl Mensch als auch andere Roboter zu heiraten. Diese Behauptungen wurden von Dr. David Hansen aufgestellt, dem Schöpfer einiger der fortschrittlichsten Androiden, darunter Sophia, die vor kurzem als erster Roboter die Staatsbürgerschaft erhielt. Bereits im Jahr 2031 sollen Androiden für das Militär und für Notfälle zugelassen werden und ein Jahrzehnt später sollen sie volle Rechte erhalten. Bis zum Jahr 2035 sollen die Roboter die Möglichkeiten des Menschen übertreffen. Die neue Generation wird in der Lage sein, Zulassungskurse an der Universität zu belegen, einen Doktortitel zu erwerben und mit dem Intelligenzniveau eines 18-jährigen Menschen zu arbeiten. Hansen glaubt, dass diese Roboter eine weltweite Bewegung für ihre Rechte auslösen werden. Er sagt voraus, dass dies bis 2038 geschehen wird, wenn die ethische Behandlung von Maschinen durch Menschen in Frage gestellt wird. Im Bewusstsein des Problems, nämlich der Unkenntnis der Menschen über die Vorteile der künstlichen Intelligenz, gibt es überall Organisationen, die auf dieses weltweite Phänomen aufmerksam machen. Jeden Tag gibt es neue Anwendungen, neue Variationen von Algorithmen, die die Realität verändern und künstliche Intelligenz zieht langsam in alle Aspekte des menschlichen Lebens ein, erleichtert es und eröffnet unzählige neue Möglichkeiten.